Moin, wir testen hier heute mal die Quicksilver-Schlauchboote. Wir haben verschiedene Schlauchboote heute mitgebracht ins Wasser mit verschiedenen Motorisierungen und wollen euch einfach mal ein bisschen die Unterschiede zeigen. Und das gleiche müssen wir mit der machen. Und dann müssen wir beide so nach oben nehmen. Sportmodelle haben Aluminiumboden, vorne im Bugbereich sind PE-Platten. Bei der 365 hier besteht das aus 5 Platten, die hinteren 3 sind Alu, vorne die anderen 2 sind aus PE. Um den Boden zu stabilisieren, muss man den runterdrücken und dann kommen diese Seitenschienen hier an der Seite dran. So, jetzt haben wir die seitlichen Schienen auch drin. Wenn das alles fertig ist, kann das Boot komplett aufgepumpt werden. Bei der Montage vom 15 PS Motor am Schlauchboot sollte man das auch mit 2 oder 3 Leuten machen, da mit 45 Kilo das Gewicht ja doch schon ganz schön heftig ist. Wobei der 15 PS Mercury immer noch einer der leichteste seiner Klasse ist. Klebeschrauben mal ganz aufmachen. Und das hier ist das Quicksilver 365 Sport. Hat eine Länge auch von 3,65 m, eine Breite von 1,70 m. Beim Gewicht haben wir hier 79 Kilo. Das Boot gibt es in der Farbe Rot und Grau. Ich persönlich finde Rot wirklich eine schöne Sicherheitsfarbe. Gerade beim Schlauchboot wird man draußen gesehen auf der See. Wir haben wieder den Aluminiumboden mit 3 Aluminiumplatten und vorne 2 PE-Platten. Motorisiert werden kann das Boot bis 25 PS maximal. Hier haben wir jetzt ein 15 PS dran montiert. Eine Sitzbank gibt es hier nicht. Hier sitzt man auf den Schläuchen, was eigentlich auch eine bequemere Fahrposition ist, dass ich halt so hier sitzen kann und nach vorne schauen kann, ohne dass ich mir den Rücken verrenke. Überall sind natürlich Halteleinen dran, Tragegriffe und verstärkte Pads hier auf den Schläuchen, dass wenn man mit Schuhen drauf geht oder drauf sitzt, dass der Schlauch nicht durchscheuern kann. Das ist eigentlich die empfohlene Größe für Angler auf der Ostsee. Da macht das wirklich Sinn und Spaß mitzufahren. Das Boot hat 3 Luftkammern in den Schläuchen und noch einmal für den Luftkiel auch nochmal eine separate Kammer. Den Kraftstofftank kann man hier schön mittig oder im vorderen Bugbereich hinstellen, damit ich Gewicht im Bug habe und das Boot schneller ins Gleiten kommt. Ja, das Fazit zu diesem 365 Sport mit 15 PS ist wirklich ein kleines Spaßgerät. Läuft spitze mit 2 Personen und vollen Tank, 35 km/h.
fühlt sich relativ sicher an hier auf der Ostsee. Okay, heute haben wir keine Welle, aber macht auf jeden Fall Spaß. Kann ich nur empfehlen.